Dann kommt Tagesordnungspunkt 10. Nachwahl eines Mitglieds sowie eines stellvertretenden Mitglieds der Kommission gemäß dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Artikel 10 Gesetz. Ablauf des 8. Dezember hat die Frau Kollegin Faeser auf ihr Mandat als Abgeordnete verzichtet und die Abgeordnete Heike Hoffmann hat mit Schreiben vom 24. Januar ihre stellvertretende Mitgliedschaft niedergelegt. Fraktion der SPD schlägt mit der Drucksache 20/77/18 die Frau Abgeordnete Heike Hoffmann als Mitglied sowie den Abgeordneten Marius Weiß als stellvertretendes Mitglied vor. Wird der Wahl widersprochen durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Linke und AfD. Damit so gewählt dieser Vorschlag.